Hallo Schönheiten, ich habe gerade eben schon ein Dupe-Video abgedreht. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor diesem Video online geht oder danach. Je ne sais pas. Ich wollte euch ein bisschen um Hilfe bitten und es ist kein großes, dramatisches Problem oder so. Es ist nur einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Wochen und die mich ein bisschen ärgert. Mir reicht einfach eine plausible, gute Erklärung und dann ist das Thema für mich beendet. Aber ich kann sie in meinem Hirn irgendwie nicht zusammenzuppeln. Und zwar geht es um bestimmte Rougefarben. Und ganz vorne auf dieser Liste ist Nars Orgasm. Eine wunderschöne Farbe. Das ist so ein Pink mit einem gold-changierenden Koralle-Einschlag. Sehr, sehr bekanntes Rouge. Das Dupe dazu ist übrigens das von Kiko 103. Der von Kiko, der ist in der Farbabgabe so ein bisschen goldiger als der von Nars. So, erstmal die beiden. Und dann habe ich noch zwei andere Kandidaten, die dasselbe Problem verursachen. Und zwar einmal Coralista von Benefit. Swatch in der Infobox verlinkt. Und Spring Sheen von MAC. Was übrigens weitaus anders aussieht als die anderen Farben, die ich gerade vorgestellt habe, nämlich wesentlich heller und wesentlich peachiger und wesentlich goldiger. Ich habe mit diesen Farben das Problem, dass ich sie auftrage und man erstmal überhaupt gar nichts sieht und dann trage ich sie weiter auf und dann sehe ich so aus, als hätte man mich geschlagen und zwar rechts und links. Sehr rotstichig, sehr unschön. Und der versprochene Glow zum Beispiel, sowohl bei Coralista, was ja dafür bekannt ist für den Glow, als auch Nars Orgasm, ist nicht da. Kein Glow. Also kein Glow. Ich sehe aus, als hätte man mich geschlagen. Und ja, die Farbe kommt überhaupt nicht durch. Also Spring Sheen zum Beispiel kommt überhaupt nicht durch. Und das Ding ist, eigentlich sind das ja warme Farbtöne. Und so kalte mag ich mittlerweile nicht mehr so richtig an mir. Ich finde rosa irgendwie gar nicht so toll. Und eigentlich stehen mir warme Farben gut. Aber das sind warme Farben und sie sehen an mir furchtbar aus. Also ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich habe schon mit verschiedenen Pinseln ausprobiert. Auch mit so einem Stippling Brush. Und das ändert eigentlich auch nicht viel. Und ich weiß nicht, ich wollte fragen, ob es vielleicht jemanden da draußen gibt, der auch so helle Haut hat, ob es vielleicht an der Hautfarbe liegt, dass irgendwie, ich weiß es nicht, dass Gold nicht richtig durchkommt oder keine Ahnung. Und das Ding ist einfach, mich ärgert das total, weil ich diese Farben wunderschön finde, aber auf den Wangen transformieren sie sich zu etwas, was überhaupt nicht so aussieht wie in der Pfanne. Und wie gesagt, es ist so, dass ich zuerst was auftrage und dann sieht man keinerlei Effekt und dann trage ich ein bisschen mehr auf und dann sehe ich schon Klitschko-Kampf am Schminktisch aus und mich ärgert das wirklich. Zum einen, weil ich halt jetzt so viele verschiedene Farben auch ausprobiert habe. Ich meine, Nars Orgasm besitze ich ja jetzt schon seit einer langen Weile und ich weiß nicht, also es haben sich diese Farben einfach angesammelt, weil ich irgendwie dachte, es liegt vielleicht bei dem Produkt an der und der Textur und dass diese Firma vielleicht so eine Textur macht, die sich nur so komisch aufbauen lässt oder so. Aber es war bisher wirklich bei allen so. Und das ist ein Langzeitexperiment. Und mich ärgert es einfach. Also falls irgendjemand eine plausible Erklärung hat, warum ich diese wunderschönen Farben nicht tragen kann, der soll sich bitte, bitte melden, weil ich dann irgendwie aufhöre, Frust zu schieben. Ja, das war's. Geht's irgendwem auch so? Ist ein bisschen Panik, dass ich jetzt die einzige komische Nubel hier bin. Ja, ich gehe jetzt weiter den Schnee genießen. Es ist wunderschön draußen. Und ich drücke jetzt den Ausknopf. Tschüss.